bin Jan, 18 Jahre alt und selbstständiger Videograf, Cutter und YouTuber aus Münster. Das Ganze hat schon ziemlich früh angefangen. Ich habe früh mit der Kamera meiner Eltern angefangen, Videos zu drehen. Das waren damals noch Playmobil-Videos, also noch alles sehr basic. Und über die Zeit habe ich mir einfach viel selber beigebracht und somit auch immer mehr Skills gewonnen. Und irgendwann hat sich dann der Punkt in meinem Leben gedreht, dass ich Lust habe, damit Geld zu verdienen. Denn das Equipment ist natürlich auch ziemlich teuer und irgendwie muss es ja auch finanziert werden. Und somit habe ich schrittweise probiert, mein Hobby weiter zum Beruf zu machen und zumindest jetzt erstmal zum Nebenjob. Und so hat sich das alles so ein bisschen über die Jahre entwickelt. Der Arbeitsalltag ist eigentlich immer verschieden. Also mal ist es so, dass ich den ganzen Tag schneiden muss. Ein anderer Tag ist es so, dass ich vielleicht auch den ganzen Tag auf dem Dreh bin. Aber es gibt natürlich auch Kombitage, wo ich zum Beispiel morgens schneide und dann nachmittags irgendwie auf dem Dreh bin oder mit einem Kunden irgendwie einen Termin habe. Also ist es immer eigentlich immer Abwechslung drin. Also ich denke, das Wichtigste ist natürlich, dass man Spaß irgendwie am Film hat. Man muss sich ganz klar mit der Materie auseinandersetzen. Wie ist es mit Lichtsetzung? Wie ist es mit Kameraführung? Und man braucht auf jeden Fall auch Ehrgeiz, dass man weiter durchhält. Und ich denke, man muss einfach genug üben, wie in so ziemlich jedem Beruf. Man muss auf jeden Fall auch Durchhaltevermögen zeigen, denn es gibt immer mal Durststrecken und da muss man weiter durchstehen. Man muss natürlich auch einen gewissen Skill haben, zumindest sich bereit sein, diesen anzueignen. Und ich denke, dann steht einem auch nichts mehr im Wege, Videoproduzent zu werden. Also da ist natürlich ganz klar auf der YouTube-Seite, weil ich das jetzt einfach am längsten mache. Ich habe mal ein Video über eine Review gemacht, das ist ein relativ großer YouTuber. Und der hatte das Video halt gesehen und geteilt und das war natürlich super für mich, weil ich war einfach mega froh drum. Denn von jemandem, zu dem man selber aufsieht, so ein tolles Feedback zu bekommen, ist einfach immer schön. Und es hat auch einfach dem Kanal einen super Boost gegeben. Damals war ich bei 400 Abonnenten und danach dann ziemlich schnell bei 850, was halt einfach eine Verdopplung ist, was natürlich super weiterhilft. Und jetzt weitere Highlights waren natürlich dann auch, wenn man auch seinen ersten Auftrag dann bekommen hat, mit dem man wirklich Geld verdient hat, wo man dann gesehen hat, oho, es geht wirklich. Also das bisher schönste Projekt, was ich umsetzen durfte, war eigentlich für meine alte Schule, dass ich dafür nochmal arbeiten konnte. Die haben einfach gesehen, was ich quasi kann und sind dementsprechend auf mich zugekommen, beziehungsweise uns als Agentur. Das ist natürlich sehr schön, weil man da auch richtig Bestätigung und sowas hat. Und für die einfach ein großes Projekt umzusetzen, was auch übrigens ein Imagefilm war, also hat mir besonders viel Spaß gemacht. Das war sehr schön, das umzusetzen. Also Hürden waren ganz klar auch, dass man natürlich als Videoproduzent erstmal belächelt wird. Also es ist nicht so ein Job, wo alle Leute sagen, hey cool, du bist Videoproduzent. Das ist da eher so ein bisschen, noch sag ich mal, altbacken mehr angelehnt, weil man halt auch ein bestimmtes Bild von Videografen hat, was nicht so dem normalen, tollen Bild einer Person entspricht. Und deswegen denke ich, dass man dem sich entgegenstellen muss, weil es halt einfach nicht so ist. Und zum anderen ist natürlich auch Herausforderungen, die man ganz klar noch hat. Zum Beispiel, wenn man unter 18 Gewerbe anmelden möchte, sind das viele, viele Schritte, die man da durchgehen muss, bis man es wirklich schaffen kann, weil einem da echt viele Steine in den Weg gelegt werden. Aber irgendwann hat man es dann geschafft und ist natürlich die Freude umso größer. Herausforderungen in der Zukunft sind einfach, dass man natürlich weiter sich um Kunden kümmern muss. Man darf nie aufhören, aber das ist ja generell bei jedem selbstständigen Beruf so. Also ich würde sagen, das Lästigste ist eigentlich, glaube ich, wie bei jedem selbstständigen Beruf an die Kunden zu kommen, weil das ist wirklich eine Sache, die einfach trocken ist, das ist einfach stumpfe Akquise. Bisher ist es noch ganz gut, dass es über eine Plattform läuft, Fiverr nennt sich die, wo mich quasi die Kunden selber kontaktieren können und zum anderen sonst einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, also ist bisher noch relativ entspannt, aber darauf habe ich da auf jeden Fall echt keine Lust, wenn das irgendwann kommt. Es ist so, dass ich Imagefilme jetzt nicht unbedingt nur mache. Ich bin quasi mit einer Agentur, mit einem Freund, da sind wir eine GbR. Da machen wir Imagefilme, Produktvideos, Eventvideos. Aber unser Fokus liegt aktuell auf Imagefilme und Eventvideos. Imagefilme machen mir da am meisten Spaß, da man da richtig mit Lichtsetzung und Kamerafahrten und sowas arbeiten kann und so richtig das, sag ich mal, Handwerk als Film ausüben kann. Ansonsten aber YouTube ganz klar, weil man da jedes Thema behandeln kann, was man möchte. Man kann es machen, wie man möchte, kann sich auch selber ausprobieren und so vielleicht neue Sachen aneignen. Wenn man für einen Kunden arbeitet, ist es so, dass natürlich der Kunde gewisse Vorstellungen hat, die man dann einhalten muss. Und zum anderen natürlich auch, dass es auch wirklich klappen muss und dann nicht irgendwie was schief gehen kann, weil man nicht eben nochmal neu drehen kann. Das sind halt Freiheiten, die man bei YouTube dann dementsprechend hat. Also beides ergänzt sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut.